Ladies and gentlemen, please welcome Stampus 100 with Let's Play Worms Reloaded. Hallo Leute, hier ist der Stampus 100 und dies ist Let's Play Worms Reloaded. Und da dieser Titelbildschirm einfach wesentlich lauter ist als der Rest des Spiels, mache ich ihn einmal kurz weg, weil der nervt. So. Ich bin Stampus und ich spiele Worms und... Warum mache ich das? Und das fragen sich vielleicht einige. Und wer bin ich eigentlich? Das fragen sich wahrscheinlich eher wenigere, aber solch gibt es auch. Nein, ich laber schon wieder Scheiße, ich merke das. Egal, ich laber gerne Scheiße. Ich habe mir vor, 4 Tagen Worms Reloaded bei Steam gekauft, weil Worms ein Spiel ist, das ich ja in den Originalfassungen, also Worms Armageddon und Worms World Party, wirklich geliebt habe. Worms ist einfach ein herrlich lustiges Spiel mit echten geilen Lachmomenten und wunderbaren, scheiß brutalen Würmern. Wer das Spiel nicht kennt, hat wirklich was verpasst, Leute. Und für die, die es jetzt wirklich nicht kennen, spiele ich Worms Reloaded. Worms Reloaded ist eine Neuauflage der alten Worms 2D-Spiele, wobei ich als, als ich so sagen muss, die Worms 3D-Spiele finde ich kacke, aber das tut dir jetzt nichts zur Sache, weil das hier ist Worms Reloaded. Ich laber Scheiße und was soll ich dazu noch weiter erklären? Ich habe einfach Bock drauf, es zu spielen. Es ist mir auch bewusst, dass ich gerade andere Projekte am Laufen habe, aber ich habe einfach Bock drauf und wenn ich auf was Bock drauf habe, dann tue ich es und ich glaube, ich werde jede Menge Spaß damit haben und ihr hoffentlich auch. Ich möchte mit diesem Let's Play, also... Ich habe mir noch nicht überlegt, wie lange es gehen soll, weil ich glaube, im Prinzip hat es kein Ende, weil ich immer weiterspielen könnte. Ich habe mir noch nicht, wie lange, vielleicht spiele ich eine Stunde, vielleicht spiele ich 2 Stunden, vielleicht spiele ich das Spiel 3 Wochen lang. Habe ich mir noch nicht überlegt, das werde ich wahrscheinlich davon abhängig machen, wie gut es bei euch ankommt und wie viel Spaß ich daran habe. Und zum größten Teil ist es dazu da, zu zeigen, dass es wieder so ein wunderschönes Spiel bei Steam zu kaufen gibt, das einfach nur herrlich ist und... Wir fangen einfach mal gleich an mit einem neuen Profil. Man sieht, ich habe mir hier schon ein Profil erstellt, das aber nur dazu gedient hat, einmal die Soundeinstellungen zu konfigurieren. Das Spiel ist 100% blind. Naja, das Genre nicht, weil Worms an sich... Ja, Worms ist ein eigenes Genre. Das habe ich gerade so entschieden. Worms an sich kenne ich halt, aber... Eben dieses Spiel hier nicht. Deswegen bin ich einfach mal gespannt, was mir dabei entgegenspringt. Und ich werde mir einmal ein schönes Profil erstellen. Neuer Profilname. Wie nenne ich denn einmal dieses Profil? Stampus 100. Ne, 1000. Verdammt. Ja, das sollte, glaube ich, reichen. Ja, in Ordnung. Und Änderung übernehmen und verlassen. Das mit dem Verlassen irritiert mich immer ziemlich, aber... Naja, passt halt. So, Stampus 100. Dem Spiel wurde neuer Inhalt hinzugefügt. Siehe im Bereich Neuigkeiten nach, um mehr zu herauszufinden. Okay, geht los. Was gibt's Neues? Community Pack, Sprachsatz da. Bla bla bla, lese ich mir später durch. Was haben wir denn hier? Einzelspieler, Mehrspieler anpassen. Hilfe und Optionen, da habe ich schon drin rumgewurschtelt und bei Anpassen kann man sich, soweit ich weiß, ein eigenes Team machen. Genau hier, Teams verwalten. Team erstellen, das ist nämlich das Allerwichtigste bei Worms. Es hat ein bisschen jetzt Ähnlichkeit von Sims, wie ich finde. Man erstellt sich halt hier sein eigenes Team aus, naja, Würmern. Was genau dieses Team von Würmern macht, gucken wir uns erstmal nach der Erstellung an. Ich habe da schon eine grobe Vorstellung. Ich bin mir gerade sehr unsicher, ob ich das Team... Ob ich ein Skype-Konfi-Team mache oder... Nein, nein, nein. Ich weiß, wie ich es nenne. Das Team heißt Team Puff. Und, da haben wir halt unsere 4 Würmer. Wie nennen wir die denn mal? Wurm 1, es war bei mir immer so, keine Ahnung, das ist der Main-Wurm, also der Captain, der General, der Awesome Bimbo von der Ecke, der einfach mal das Sagen hat. Deswegen bekommst du einfach mal den Namen The P-U-F, The Path. Nummer 2 wäre dann, Nummer 2, was könnte man da dann für einen tollen Namen machen?
Das muss ja zum Team passen, also Team Path. Dann nenne ich dich mal Knuffi. Hallo Knuffi. Knuffi ist ein Name, vor dem alle anderen Würmer Angst haben werden, ja? Änderung übernehmen, passt. Was haben wir denn hier noch? Haben wir Knuffi, dann haben wir auch noch bestimmt, hier. Was haben wir denn noch? Genau, Rambo. In jedem Team braucht man einen Rambo. Nee, ah, besser. Ein Rambör. Weil, paar Schafe machen ja Bör, also Rambör. Und ein, wen haben wir denn noch? Wurm Nummer 4. Welcher Namen soll ich dir geben? Wir haben The Path, wir haben Knuffi, wir haben Rambör und... das ist gut. Parfinator. Das hört sich doch epic an. Wobei Knuffi mein absoluter Liebling ist. Miam, miam, miam. So, was haben wir noch? Das war jetzt... Achso, okay. Erstmal Änderung übernehmen und verlassen und dann weiter bearbeiten. Was auch immer. So, was haben wir denn hier? Das mache ich jetzt gleich mal. Sprachsatzdatenbank. Das ist wirklich etwas, wofür ich Worms geliebt habe. Diese einfach nur geniale Sprachdateien hier. Komm ich hin, Digga! Ihr hört es, glaube ich. Ihr hört es garantiert. Ich werde einfach die Klappe halten. Ich werde mir erstmal diese Sprachdateien anhören. Man kann sich nämlich eine Sprache für seine Würmer aussuchen, die sie während der Einsätze, die sie zu tun pflegen, benutzen. Diese Sprache ist doch leicht vulgär und total einfach nur lustig. Aber butch is it is. It's a beautiful thing. Major Soul Man, beautiful thing. Hasta la vista. Da muss ich mir jetzt eine richtig epische Sprache aussuchen. Ich bin mal kurz leise und höre mir die an. Incredible. Maybe I do, maybe I don't. Ich habe mir auch was mal durchgehört. Also man kann sich, glaube ich, auch eigene Sprache da eineditieren. Das werde ich vielleicht mal demnächst machen, aber ich lasse es erstmal. Getting personal, Stooges. Surf's up. Mira, smart. Junge. It's a touchdown. Ha, you missed. Brrr. Definitiv verrückt. Eindeutig verrückt. Noch einmal anhören. It's a touchdown. Moment. Ha, you missed. Brrr. Das ist geil. Das bleibt. Ich bin Mensch, ich bin kein KI. Festung. Da können wir uns eine schöne Festung aussuchen. Wollen wir dann dafür eine schöne Festung? Wisst ihr was, Leute, um das ein bisschen interaktiver zu gestalten, überlasse ich euch mal die Entscheidung der Festung. Ich habe mir so, by the way, auch das DLC für das Spiel gekauft. Ich glaube für 1,50 € oder so, dass ich 8 neue Festungen habe. Und noch irgendwas, wo ich gar nicht genau wusste, was das ist. Und ich würde mal sagen, ich überlasse euch die Entscheidung. Wir gehen jetzt einmal durch. Hätten wir hier ich werde da vielleicht auch mal raufzoomen, damit man das besser erkennen kann. Oder ihr könnt einfach Vollbildschirm machen, damit man es sieht. Da hätten wir hier einmal die Festung Spy. Die Festung Strohwurm. Also, Strohwurm. Tempel. Dann hätten wir da noch den Turm. Die Akropolis. Die Belagerungsmaschine. Bonusfestung Nummer 1. Alter, die sieht... Wow. Bonusfestung Nummer 2. Bonusfestung Nummer 3. Bonusfestung Nummer 4. Bonusfestung Nummer 5. Wenn ich zu schnell bin, macht einfach Pause. Bonusfestung Nummer 6. Bonusfestung Nummer 7. Bonusfestung Nummer 8. Und wer hätte es gedacht, Bonusfestung Nummer 9. Und Trommelwirbel für... Bonusfestung Nummer... 10. Wenn es jetzt keine Nummer 10 gegeben hätte, hätte ich mich in den Arsch gebissen. Und der Engineer. Gewinner. Immer noch Gewinner. Heavy. Hüpfburg. Caves House. Landhaus. Piratenflagge. Pyramide. Pyro. Scout. Spukhaus. Oh, und wieder Spy. Ich würde sagen, von Anfang, solange ihr noch nicht entschieden habt, nehme ich mal Caves House. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, in den Kommentaren unten abzustimmen. Schreibt einfach den Namen oder eine kurze Beschreibung von, bitte den Namen von der Festung. Und die werde ich dann für, das restliche Let's Play übernehmen.
Wofür auch immer ich die brauche, ich weiß es noch nicht genau, aber das scheint doch wichtig zu sein, wenn man sie hier schon auswählen kann. Aber vorerst nehmen wir mal Caves House. So, was haben wir denn hier? Ah, der Wurmeditor. Genau das, wonach ich gesucht habe. Und zwar fangen wir damit einmal bei dem Siegestanz an, oder? Nein, 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 nein. Wir müssen natürlich bei dem Hut anfangen. Da habt ihr jetzt leider keine Entscheidungsgewalt, denn nur dafür habe ich mir das DLC runtergeladen, also das Add-on. Um, na, wo ist es denn? Na, na, komm, irgendwo habe ich's. Dann merkt man nämlich auch gleich schon, warum ich das Team so genannt hat. Ich finde diese Hüte, by the way, richtig cool. Die gab es in den vorherigen Parts nicht. Manche sind auch ein wenig fragwürdig, wie zum Beispiel, die hier, also arabisch, doch, naja. Okay, das ist definitiv ein Predator. Das ist ein Zementmischer. Das ist, oh Gott, das war Halo. Halo Reach, soweit ich weiß. Also doch schon lustige Anspielungen auf andere Spiele. Aber ich suche jetzt eigentlich einen ganz bestimmten Hut. Okay, diese wow, die Helme, die Bonushelme sind toll. Na, wo ist denn der Bonushelm? Ein Pferd. Wow. Genau das habe ich gesucht. Die Path-Perücke. Denn mein Team ist ein Team von Würmern, die sich als Schafe verkleiden. Haut. Was haben wir denn als Haut? Wie sehen denn Schafe aus? Also Schafe sind schon mal definitiv nicht grün. Boah, komm, sollen wir die mal... Komm, wir machen die mal so ein bisschen ulkig hier, oder... Naja, wir nehmen eine Standardwurmfarbe. Die passt schon ganz gut. Grabsteine, was ganz wichtig ist. Wenn diese Würmer sterben, hinterlassen sie nämlich Grabsteine. Und da würde ich auch einmal sagen, habt ihr wieder die Entscheidungsgewalt, welchen Grabstein ich denn wählen soll? Bla, ich fange mal hier bei Soldier an und klicke langsam durch. Und ich werde die ganzen Namen nicht sagen, weil das nervt einfach nur. Ihr könnt zwischendurch immer auf Pause machen, wenn ihr euch die ein bisschen genauer angucken wollt. Ich werde nicht zu schnell sein, damit man auch die Möglichkeit hat, die alle mal anzugucken. Und dann suche ich mir erstmal einen vorläufigen aus. Ich finde die eigentlich alle ganz schön schön. Die sind alle irgendwie. Eine Urne hat auch was. Community 1, Community 2, Community... Die sieht natürlich richtig selten aus. Friedlicher Wurm, ja, definitiv nicht. Gotenstein. Also was Gotisches ist auch mal schön. Helm auf Posten. Wobei ich sagen muss, bei Worms Armageddon mochte ich die ganzen Grabsteine lieber. Die hatten irgendwie mehr Flair. Also da gab es so eingefrorene Würmer und da gab es auch... Was weiß ich alles. Vielleicht hat man hier auch wieder die Möglichkeit, sie selber zu machen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Dann war ich ein bisschen schnell. Den davor zeige ich nochmal kurz. Ja... Bei Pyro hatte ich angefangen, oder? Nee, Schädel, Scout, Sniper, Soldier, Spy. Sagen wir mal, fange ich hier mal mit dem Steinbogen an. Wenn ihr euch was anderes aussucht, dann akzeptiere ich das. Und das Allerwichtigste, der Siegestanz. Aha. Oh yeah. Mhm. Siegestanz. Aha. Oh yeah. Siegestanz. Wuhu. Alter, die Wave. Nee, das ist Shadows geheimer Move, den kann ich nicht nehmen. Okay, das ist ein Fisch auf dem Wasser. Das ist... Okay, er hat definitiv einen Oscar gewonnen, dieser Wurm. Nein. Scheiße, das war voll nicht das Rocky-Theme. Ich kann das Rocky-Theme nicht. War schlecht. Das Grinsebacke-Power. Ne, ich finde das schon cool. Also, aha. Oh yeah. Hab gewonnen. Aha. Bist schlecht? Aha. Hab gewonnen. Oh yeah. Das passt. Ja, doch, das passt. Titel wählen. Schütze, Sprengmeister, Sprengstoff-Experte. Also ich glaube, da habe ich schon das Richtige gefunden. Straßenkämpfer, Teleport-Freak, Templar, Tierquäler. Ich bleibe bei Tierquäler. Ich gucke mir die anderen gar nicht erst an, weil Tierquäler, ich habe Schafen die Haut vom Leib gezogen und trage sie als Kopfschmuck. Und wenn ihr später die Waffen seht, werdet ihr verstehen, warum. Hart. Wenn ich jetzt wüsste, was das HUD ist, dann wäre das doch sehr schön. Aber ich würde mal sagen, ich bin definitiv die dunkle Seite.
warum auch immer. Partikelsatz, ja. Dunkle Seite, keine Ahnung, was das ist. Und dann ist das Team fertig, ne? Gucken wir uns noch einmal die Würmer hier an. The Path, Knuffy, Rambo und Parfinator. Jo, kommt hin. Änderungen an... Nein, abbrechen. Ich will die Änderungen speichern und verlassen. So, was haben wir denn hier? Noch, was kann man denn noch anpassen? Spielstile verwalten. Ja, ich bin erstmal natürlich... Ach so, man kann... ja. Das fand ich immer sehr schön, dass man hier so benutzerdefinierte Spielstile auswählen kann. Da lasse ich aber erstmal die Finger von. Da kommen wir später, wenn das wieder so ins richtige... Wenn das so in richtige Advanced Playing geht, aber... Das lassen wir erstmal. Ich muss mich erstmal in diesem Spiel zurechtfinden. Alter, meine, ich gehe mal von oben nach unten. Ne? Bestenliste. Denied. Haben wir hier Erfolge. Das sind denn die Steam-Errungenschaften. Ich hol mir den Preis. Setze die Armageddon-Waffe 10-mal ein. Freches Schäfchen. Setze 25 Schafe in einem beliebigen Ranglistenspiel ein. Denied. Links. Ebenfalls denied. Warte mal, was gibt's Neues? Das ignoriere ich mal dezent. Optionen ignoriere ich auch. Der Laden. Was haben wir denn hier? Willkommen! Du bekommst eine Belohnung für alle Tutorials und Kampagnen oder Rätselmissionen, die du erfolgreich beendest. Und es gibt nur einen Ort, an dem du deine Gewinne ausgeben kannst. Hier im Laden. Hier gibt es eine gute Auswahl an zusätzlichen Gegenständen. Weiter. Du kannst vier verschiedene Kategorien durchsuchen, um den gewünschten Gegenstand zu finden. Bei uns findest du alles. Von Extra-Hüten für deine Würmer bis hin zu neuen Waffen und neuen Missionen. Wenn die Kasse mal leer sein sollte, dann vergiss nicht, dass du umso mehr verdienst, je mehr du spielst. Arbeite dich durch Einzelspielermodus und du wirst belohnt. Leute, das machen wir gleich mal, ne? Viel Glück und viel Spaß beim Einkaufen. Danke schön. Also bei dem Heini kaufe ich definitiv was. Da kann ich Hüte kaufen. Nö, will ich nicht. Obwohl die Bullenmütze geil aussieht. Haben wir hier Landschaften? Kann ich nicht. Achso, ich kann mir die vorher nicht angucken. Schade. Waffen. Ja, Armageddon, definitiv eine wunderschöne Waffe. Betonesel, auch herrlich. Das Superscharf, ein absolutes Muss für mein Team. Heilige Handgranate, top. Definitiv meins. Büffel der Lügen, kenne ich nicht. Bananenbombe, ja, Bananenbombe halt, ne? Kampagnen könnte ich freischalten, obwohl die alle noch ziemlich... Ja, die sind noch ziemlich locked. Festungen. Hühnerfestung, ja, kann ich mir auch vor nicht... Ah, Grabsteine. Was haben wir denn hier? Stehender Stein, Stasisröhre, Schotter, Straßenkreuzung, Schwert im Stein und Touchdown. Also, ich finde das Schwert im Stein ja ziemlich episch. Kaufe ich mir vielleicht irgendwann mal. Anpassen habe ich jetzt gemacht. Mehr Spieler ignoriere ich mal, weil ich gerade keine Lust habe, mit irgendwem anders zu spielen. Und da ich ja gerade erst angefangen habe, würde ich sagen, machen wir erstmal ein Training, oder?